Karl Eduard von Tiedemann war ein preußischer Generalmajor, zuletzt Chef des Infanterieregiments Nummer 55 und Ritter des Ordens Pour le Mérite. Leben, Herkunft. Die Familie Tiedemann wurde am 11. Oktober 1522 in der Person des Oberstleutnant Georg Tiedemann durch Kaiser Karl V. in den Reichsadel erhoben. Die Eltern von Karl Eduard waren der polnische Hauptmann Ferdinand von Tiedemann und Florentina Concordia von Brandis. Militärkarriere. Tiedemann trat 1741 in preußische Dienste und kam als gefreiter Korporal in das Infanterieregiment Pflanz. Mit dem Regiment nahm er im Jahr darauf während des Ersten Schlesischen Krieges an der Schlacht bei Czotositz teil. Im Zweiten Schlesischen Krieg war Tiedemann bei der Belagerung von Kosel. Nach dem Krieg wurde er im Januar 1746 Fähnrich und im Oktober 1750 Sekundärleutnant. Es folgten die Beförderungen 1757 zum Premierleutnant, 1761 zum Stabskapitän und 1763 zum Kapitän. Im Jahre 1772 wurde er Major, 1782 Oberstleutnant und am 22. Mai 1784 Oberst. Im März 1790 wurde er Chef des Infanterieregiments Golz in Stettin. Am 11. August 1790 erfolgte seine Ernennung zum Generalmajor. Bereits im Oktober 1790 wurde ihm stattdessen das Infanterieregiment Koschemba zugeteilt. Er kämpfte in den Schlachten bei Großjägersdorf und Zorndorf, wo er am Arm verwundet wurde. Im Jahr 1759 kämpfte er bei den Gefechten bei Torgau, Kurbitz, Pretzsch und Nossen. Im Gefecht von Maxen kam er in österreichische Gefangenschaft. Aber 1760 wurde er bereits wieder ausgetauscht. Danach kämpfte er in Schlesien und Pommern. Besonders beim Gefecht in Leutmannsdorf und der Belagerung von Schweidnitz konnte er sich auszeichnen. Seinen Pour le Mérite erhielt er im folgenden bayerischen Erbfolgekrieg, als er in der Armee des Königs 1778 im Gefecht bei Trautenbach kämpfte. Familie. Seine erste Frau wurde 1755 Johanna Wittig. Das Paar hatte folgende Kinder: Karl Friedrich Wilhelm Lemnes Carte 1784, Ernestine Florentine Concordia von Grumpkopf, Eduard Ferdinand, Hanna Sophie Caroline Lemnes Carte 10. März 1786, Julius Wilhelm von Ostau, Landrat und Herr auf Quanditten. Franz Wilhelm Ludwig, preußischer Oberst. Lemnes Carte 9. November 1795, Charlotte Auguste von Buddenbrock. Lemnes Carte 1807 N. N. Großferdinand Friedrich Eduard. Lemnes Carte 27. Dezember 1804, Johanna von Schadwitz. Henriette Friederike Luise Lemnes Carte 1792, Heinrich Gustav Friedrich von Blumenthal, Sohn von Generalmajor Georg Ewald von Blumenthal. Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau heiratete Tiedemann am 1. November 1776 in Königsberg Henriette Luise Charlotte von Kalbo, eine Tochter von Johann Christoph von Kalbo und Caroline Magdalene von Schwerin. Das Paar hatte wenigstens einen Sohn, Karl Ludwig Heinrich, russischer Oberstleutnant und Chef des Generalstabes des Gouvernements von Riga. Lemnes Carte 18. Oktober 1803, Rosalie Constantia Wilhelmine von Tiedemann aus dem Haus Russoschin.